Hi, ich bin Ferdi von Zeta Automotive. Wir sind gerade unterwegs im Luxusmobil von Mercedes-Benz und zwar im S400D. Wir hatten ja schon den Vorgänger, also das Vorfacelift-Modell als Brabus-Umbau. Wir hatten schon generell den S als 350D da und heute haben wir den S400D da, also das Facelift-Modell von der neuesten, also die neueste S-Klasse, die auf dem Markt ist, und haben hier unser Active Sound System nachgerüstet. Als coolen Vergleich, den Vorfacelift, den wir da hatten, da haben wir zwei Aktuatoren mit Active Sound Unit verbaut und hier haben wir einen Aktuator mit dem RSE verbaut. Und hier kann man sich sozusagen den Vergleich dann daraus ziehen, indem man sich die beiden Videos vergleicht. Ich meine, natürlich sind die Aufnahmen immer ein bisschen unterschiedlich, aber dass ihr einmal dieses Gefühl für bekommt, dass der RSE halt im oberen Drehzahlbereich noch aggressiver wirkt und insgesamt das Klangbild noch kratziger und realistischer macht. Und das ist halt sehr wichtig. Und ich hoffe, das kommt auch im Video gut rüber, dass ihr das nachher euch, wenn ihr die Videos nochmal gegeneinander abspielt, dass ihr euch da einen Eindruck verschaffen könnt. Gesteuert wird das Ganze hier über das Agility Select Profil. Bedeutet, wir haben hier den Select-Schalter. Wenn wir den jetzt zum Beispiel auf Komfort-Modus machen, dann ist das Active Sound System komplett ausgeschaltet. Das heißt, wir haben den serienmäßigen Sound. Ich gebe mal einmal Gas. Mir fällt kein synthetischer Sound auf, weil zum Beispiel beim neuen CLS, bei der neuen E-Klasse, da kann man sich so einen Motorsound dazu bestellen. Und bei diesem Motorsound ist nur innen drinne dann so ein sportlicher Klang simuliert. Ich persönlich, ich kann auch sein, dass es jetzt am Komfortmodus liegt, aber ich persönlich vernehme hier nur den reinen, echten Klang des Fahrzeugs. Also halt Diesel-Sound. Wechseln wir zum Beispiel in den Eco-Modus. Das sehen wir auch hier, grüne Streifen, Umwelt zuliebe, ein auf den. Hier haben wir das dynamische Profil, also der A-Modus ist deaktiviert. Wir fahren hier mit Pfeil 8, was ich finde sehr geil zum Auto passt, weil es hat so eine bassige Note, was halt so nach Hubraum schreit. Vor allem, wenn man hier halt, als Pendant dann ein S63 nehmen würde. Okay, die jetzigen sind ja 4 Liter Biturbos, aber wenn man halt so ein 63er nehmen würde, wo halt Hubraum mitspielt, ist es natürlich dann realistischer, es passt besser zum Fahrzeug. Vor allem, wenn wir jetzt im oberen Drehzahlbereich sind, ich muss sagen, das Auto zieht sehr, sehr gut. Also, Biturbo-Motor übrigens, nebenbei bemerkt, im oberen Drehzahlbereich finde ich halt auch bei diesem Pfeil 8 sehr geil, dass da so eine fauchige Note noch mit reinkommt. Ne? Also das passt schon ziemlich geil zum Auto, möchte ich damit sagen. Wechseln wir jetzt nochmal und zwar in den Sport Mode. Hier haben wir den A-Modus aktiv. Also bei den Nicht-AMG-Fahrzeugen gibt es ja keinen Sport Plus, da gibt es halt nur Eco, Komfort, Sport und halt individual. Beim Sport haben wir jetzt den A-Modus aktiviert. Das heißt, wir haben schon untenrum das Geboller. Und das ist, wenn man so mal entspannt cruisen möchte, man will halt schon den Sound zeigen, ohne jetzt viel Last auf den Motor zu bringen, hat man halt diesen Modus. Hier haben wir das Pfeil 2, weil es einfach sehr kratzig ist, sehr gut zum Fahrzeug passt.
Sport dreht er den Gang ein wenig, wenig höher, aber wirklich nur wenig, wenig. Ich finde das gerade echt interessant, weil wir gerade im Sportmodus sind, aber das Getriebe auf D3 geblieben ist. Deswegen, also ich fahre gerade das erste Mal aktiv das Facelift-Modell und ich überlege, ob es hier ein Getriebe-S-Modus gibt. Aber ich muss sagen, ich finde keine Taste dafür. Also ich habe gesehen, es gibt auch einen Manuell-Modus. Also jetzt nicht die Wippen, sondern manuell im Individual. Aber ich sehe kein S, halt so typisch S im Tacho, dass der die Gänge anders schaltet. Ne? Also hier ist das D, obwohl wir im Sportmodus sind, ist das Getriebe auf D. Und ja, wir können in kein S wechseln. Ist jetzt nicht so wichtig für euch, aber ich fand es jetzt einfach gerade mal interessant. Genau, so, und im oberen Drehzahlbereich haben wir den RSE von der Lautstärke noch ein bisschen aggressiver gemacht. Also ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube 88%. Genau, 88%. A-Modus hier, glaube ich, 55% für den Akto und den RSE auf 88%. Und man merkt ihn halt richtig krass obenrum. Ne? Da kommt halt dieses Kratzbürstige einfach dazu. Ich finde es nicht schlecht. Man könnte vielleicht gucken, dass wir es ein bisschen leiser machen, aber ich finde es insgesamt schon sehr gut. Ich gucke nochmal einmal kurz zurück in den Eco-Modus. Weil im Eco-Modus mit dem Pfeil 8, da habe ich den RSE, glaube ich, auf 90%, ist halt ein anderes Soundfile, dadurch klingt das generell anders. Da hört sich das nicht so kratzig an, da hat er eher dieses Fauchende mehr, aber es macht auch dieses Unnatürliche mit mehr rein und das wirkt dann halt realistischer. Wir machen es aber nochmal. Ja, man hört es, hier ist halt diese kratzige Note nicht da drin, weil das Pfeil 2 ist obenrum halt dann kratzig mit dem RSE und hier mit dem Pfeil 8 hat das eher so was Dumpfes und Fauchendes. Also auch hier dann sieht man halt diesen Spagat mit dem RSE hat man tatsächlich obenrum dann noch mehr Klang. Also es wird dann auch noch klarer vom Klangbild her, wo dann der Hauptaktuator theoretisch ein bisschen, er wird nicht leiser, aber der Hauptaktuator geht ein bisschen mehr unter von den ganzen Nebengeräuschen und dann haut der RSE natürlich erst recht drauf, weil er genau dafür konzipiert wurde. So, das war's auch schon vom Mercedes W222 S400D. Richtig lange Bezeichnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich super tierisch freuen, wenn ihr euch einfach mal in den Kommentaren hinterlasst, welches Modell oder welchen Klang ihr eigentlich jetzt bisher besser fandet. Den Vor-Facelift mit 2 Aktuatoren oder den Facelift mit einem Aktor und RSE. Finde ich sehr interessant. Freue mich über euer Feedback und bis zum nächsten Video.